Spinning an der Yama. Macht einfach immer wieder Bock. Bam. Gerade schon wieder der nächste Brocken hier im Drill. Ich bin sehr gespannt, was es ist. Bisher läuft es richtig gut. Und zwar heute deutlich weniger auf Lachse. Sondern, und das die ganze Nacht sogar durch, auf Saiblinge. Und der olle Saibling geht halt immer wieder ganz gut rein. Letzte Woche schon getestet auf 194, da waren auch immer mal wieder Saiblinge. Und die letzten Tage sollen da auch immer mehr Königslachse reingehen. Also wenn du Bock hast auf einen Monster-Drill, dann einfach nochmal schön auf den Königslachs. Und hier, na guck, da ist er. Alter, 4 Kilo Seesaibling. Jawollo. Ja, und der geht hier gerade die ganze Zeit schon ganz gut rein. Einer nach dem anderen. Ich hatte jetzt verschiedene Köder auch schon getestet. Und bisher sieht es so aus. Und das ist jetzt ein Nachtbild. Nacht- und Morgenstunden. Also selbst in der Nacht der sesshafte Masu auf dem Weiko 1408. Auch richtig nice. Gerade nochmal einen Köder gewechselt. Ich wollte nochmal ein bisschen gucken. Vielleicht geht es noch ein bisschen mehr in Richtung Masu. Wir haben es ja jetzt gerade erstmal 6 Uhr morgens. Ihr habt gesehen, also das war jetzt gerade die ganze Zeit aus der Nacht heraus sozusagen. In der Nacht gefangen. Und auch das ist natürlich super nice, wenn man an der Yama auch in der Nacht noch was fängt. Das bedeutet, man kann mal richtig schön eine ganze Stunde am Stück durchziehen und eben hier eins nach dem anderen rausziehen. Was mich jetzt natürlich noch mehr interessiert, wie kriege ich einfach noch mehr von den Brocken? Und im Idealfall vielleicht sogar noch eher den Masu. Wenn der Saibling in der Nacht drin ist, ist ja alles schön und gut. Der kann ja gerne in der Nacht hier reinballern, gar kein Problem. Aber tagsüber hätte ich dann doch gerne den Masu. Das wäre halt cool. Und deswegen probiere ich auch jetzt aus. Jetzt haben wir natürlich gerade ganz heftigen Wetterwechsel. Gerade eben war es bewölkt. Jetzt auf einmal haben wir hier stark Regen. Ich gehe nochmal zurück hier auf den grünen Weiko mit 14 Gramm. Und dann leiern wir den locker nochmal durch. Ja, so Tempo 25 rum, 26 herum. Irgendwas so in dem Bereich, dass es auch so ein bisschen wiggelt wieder. In der Action Bar, also grob in diesem Bereich, war ich immer unterwegs, damit hier immer so ein bisschen, ja, wie gesagt, Action auch beim Spinner herrscht und der sich halt schön durch das Wasser dreht. Beim Spinner, beim Blinker. So soll das sein. Ja, und dann heißt es natürlich jetzt wieder testen für mich, weil anderes Wetter, ne? Also mit jedem Wetterwechsel und anderen Wetterbedingungen, da muss man tatsächlich auch immer mal wieder die verschiedenen Köder testen. Aber wie gerade schon gesagt, an für sich bin ich jetzt schon ganz zufrieden. Ich glaube, ich gehe noch mal ein bisschen größer rein. Beziehungsweise, nee, erstmal noch mal auf den 14er. Erstmal die Farben testen. Und wenn ich dann merke, okay, die und die Farbe und die Musterung sozusagen, die funktioniert, dann kann man ja immer noch größer reingehen. Aber erstmal gucken, wie denn der gleiche Köder, also beim Weiko hat man ja 3 verschiedene Ködergrößen, aber jetzt hier mit dem 14er, das ist jetzt der mittlere, wie gut wird er angenommen in der Farbe, in der Färbung? Und wenn er gut angenommen wird, dann kann man immer noch ausweiten auf eine Nummer größer. Aber im Moment, ja, also die, die gerade funktioniert haben, die lassen gerade tatsächlich nach. Der gestreifte hat gerade ganz gut funktioniert auch. Und jetzt tatsächlich gar nichts mehr. Ja, so ist es. Ganz drastisch mit dem Wetterwechsel. Heftig, heftig. Ich bleib noch mal auf Weiko mit dem Regen. Ich gehe mal auf hellblau. Vielleicht triggert das. Ist eine Farbe, die immer mal wieder ganz gut auch bei Regen funktioniert. Bläulich, silbrig. Gucken wir mal, ob das jetzt gerade interessant ist. Ja, da ist es natürlich einfach wieder testen. Oder ganz andere Köder einfach testen, ne? Na, und da ist er wieder. Ja, gerade eben hat schon der 15er Slimshot funktioniert. Allerdings vor dem Starkregen in orangener Farbe für den Masu-Lachs. Und jetzt gerade wieder rausgeworfen. Da ist er wieder, der Masu-Lachs. Sesshafter Masu. Jetzt allerdings der Slimshot bei dem Regenwetter in silbrig-grün. Also, da musst du einfach
fit sein und sofort erkennen, alles klar, Wetterwechsel, sofort andere Farben, 2, 3 Würfe, wo kein Ergebnis ist und sofort Farben wechseln und so lange andere Farben testen, bis da was läuft. Ich habe jetzt gerade bestimmt 6, 7 verschiedene Köder durchgetestet in verschiedenen Farben und ja, zack, auf einmal geht das wieder los mit Demasu. Den suche ich natürlich auch noch, würde ich gerne mitnehmen als Trophy. Irgendwann ballert er bestimmt rein. Als Köder jetzt hier, wie gesagt, gerade der Slimshot mit einem 1-0er Haken drauf. Also ganz klassisch in grün-silbriger Färbung. Das ist natürlich schon ein bisschen übertrieben, aber 1-0 passt eigentlich ganz gut. Ich glaube, 1er Haken könnte man auch nehmen. Wobei letzten Endes, ne, man will ja auch ein paar dickere Brocken hier haben. Und 1-0 für die Yama ist eigentlich eine gute Größe. 1-0er Haken passt schon. Von daher gerne weiter durchziehen. Ja, von der Position her, wir sind hier auf 150. Eine der klassischen Positionen, die man auf jeden Fall immer wieder testen sollte. Hier unten, ne, einfach vom Camp aus ab runter in den Süden. Und dann hier neben dem Baum sozusagen an die Spitze werfen. Aufpassen, auch hier können immer mal wieder Königslachse reingehen. Bedeutet also nicht zu dünn mit der Schnur, mit dem Vorfach. Und wenn doch dünn, habe ich auch schon ein paar Mal gemacht, dann wenigstens ausreichend Schnur drauf haben. Ich habe hier eine ganze Zeit lang auch immer mal wieder gestanden mit der dünnen 15 Kilo Schnur vom Weihnachtsmarkt. Da sind 500 Meter auf der Spule drauf. Und wenn man dann so eine Schnur hier verwendet, in Kombination jetzt hier vielleicht mit so einer großen Rolle, Wenger oder mit der Overlord oder sogar mit der HSV, 15 Kilo. Und dann nimmt man hier quasi ein passendes Vorfach. Gehen wir mal runter hier sogar auf 12 Kilo vielleicht nur, 12,7 Kilo. Und gehen so fein jetzt hier rein. Dann habe ich ja trotz allem, so, Bremse runter, habe ich jetzt hier die kompletten 500 Meter, habe ich ja jetzt hier drauf. Und dementsprechend kann ich sogar auch, wenn ich hier stehe und der Königslachs haut mal nach hier hin ab, trotzdem noch hier hinten rumlaufen und habe hier wahnsinnig viel Schnur. Also man hat hier die gesamte Möglichkeit, hier einen Lachs zu drillen über die komplette Länge. Gar kein Problem. Ich hatte einmal einen Drill sogar von hier, von der untersten, von diesem Schniepi quer rüber und habe versucht, ihn hier rauszuziehen. Also alles machbar mit ausreichend Schnur im Idealfall. Geht hier kein Königslachs drauf auf so dünne Schnur. Das hebt man sich am besten auf für die obere Hälfte des Gewässers. Denn da kriegt man die auch viel leichter raus als hier unten. Das ist immer uncool. Hier unten bei den Inseln, da will man keinen Königslachs. Na, ist es denn wahr? Ha, die schlechten Stunden sind überstanden. Jetzt kommt so doch noch ein bisschen die Sonne raus, so mokefiedert. Und ich habe gerade sogar nochmal gewechselt hier auf, naja, das Nagetier. Da gab es sogar einige, die hier die dicken, fetten 35er Mäuse hier getestet haben. Und die Dinger sind tatsächlich auch wieder mal in den Rekorden gelandet. Also mit komplett übertriebenen großen Ködern hier. Die dicken, fetten Brocken. Brachymystax zum Beispiel auf 35er Maus. Das ist natürlich richtig nice. Ja, die ersten 1, 2 Brocken sind hier schon reingegangen vor dem Sonnenwechsel. Jetzt ist sogar richtig Sonne wieder raus. Hammer. Gleich also direkt nochmal wieder die Köder wechseln und weitermachen. Und ich hoffe, dass dann jetzt gleich natürlich auch in der Nacht wieder schön die Saiblinge wieder reingehen und durchgängig laufen, sodass ich mir dann eben den Kescher noch weiter schön füllen kann mit Saibling und Co. Wäre ja nicht so schlecht. Ja, also Riesenunterschied bei Sonnenschein. Es klappt deutlich besser. Auf jeden Fall testen bei Sonne. Und zack, sogar jetzt hier direkt nacheinander der zweite japanische Saibling hier auf den. Hier war gerade schon einer, dann wieder die normalen Saiblinge. Also Saiblinge ballern rein und tatsächlich bei Sonnenschein hier auf den Heavy Creek Slipshot. Zack, da vorne hin zu den Büschen hinwerfen und dann locker durchgeleiert hier. Na, was sind wir hier gerade? Tempo 15 sogar gerade nur ein bisschen absinken lassen, wieder durchleiern und dann lübt das Ganze auch.
So, jetzt habe ich natürlich gerade die Maus drauf. Das heißt, ich teste hier noch ein paar Runden wieder weiter mit der Maus. Und danach geht es zurück auf die 14er Vicos und auf die 15er Slim Shots. Und natürlich auch auf die 12 Grammer Type 1. Die gehen halt auch immer. Also, Petri Lümmel zieht raus die Brocken ab zur Yama. Auch mal wieder hier auf die 150 stellen. Verschiedene Köder testen, das A und O. Und dann rausziehen die Brocken. Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns an der Yama. Oder im nächsten Livestream. Oder im nächsten Video. Petri, bis dahin.